Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Last Ninja Folge. Und wir sterben sofort. Weil sterben ist cool, Mann. Yeah, die like a boss. Nein. So, komm, geh mal drauf hier. Ich könnte noch ein paar andere Internet-Memes in Dreck ziehen, aber ich glaube, das machen andere schon genug. Hier ist, glaube ich, der Level, wenn ich das noch richtig aus dem Ohr weiß, wo, glaube ich, ich weiß nicht, haben wir dann alle Waffen? Ich glaube, hier gibt es die letzte Waffe. Also die sind vom Grundprinzip ihrer Rätsel eigentlich recht treu geblieben, aber es gibt so viele Sachen, die ich hier nicht mag. Und das wird sich auch nicht ändern, glaube ich. Was sind das? Sind das die Pumpen? Ich glaube, da muss ich später hin. Das Einzige, was diesen Level wirklich gut macht, er hat einen genialen Soundtrack. Aber da wollte ich gar nicht hin, denn ich hatte eine Idee. Also, gut, habe ich selten, aber wenn ich eine habe, dann werde ich die auch nutzen. Irgendwo muss doch hier... Also ich weiß, das war hinter irgendeiner Tür. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt mal ein bisschen... Ist es da? Kann das sein? Also wir waren ziemlich... Wir sind, glaube ich, sogar gerade... Oder das war vielleicht auch der Run, den ich nicht aufgenommen habe. Ich bin nämlich an irgendwas vorbeigerannt. Also ich habe nicht viel geguckt, sondern ich habe einfach nur mal ein bisschen was ausprobiert. Eben diese tolle Paradefunktion, weil ich habe so die Befürchtung, dass wir die, glaube ich, für den Endkampf brauchen. Natürlich. Und deswegen haben sie die ja auch eingeführt. Damit wir die ein einziges Mal benutzen müssen. Wie diesen Bushido-Unsinn da. Ach, da gibt es schon die Rolle. Aha, kann ich die schon... Hallo? Würdest du mal wieder in die Knie? 1, 2, 3. Ein wenig sportiv. Okay. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber... Mein Gott. Was haben wir denn da Schönes? Erstmal machen wir den hier mal weg. Gehen einfach mal... Ich glaube, da waren wir auch schon. Ich gehe jetzt mal einfach die Wege durch, wo wir noch nicht waren. Oder war das hier? Irgendwo leuchtete auf jeden Fall was auf, kann ich sagen. Und da, wo was aufleuchtet, da müssen wir hin. Das ist so wie im richtigen Leben. Wo es lang geht oder nicht, sagte gleich das Licht. Blab, 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 blab. Oder ist das hier... Müsste ja wahrscheinlich ein Schilfrohr sein. Weil ich glaube, hier gibt es den Bambusstab. So, Knie er wieder. Geh in die Knie. Geh in die Knie. Wir haben ihn. So, Bambusstab haben wir. Dann müssen wir, glaube ich, zurück. Jetzt müssen wir, glaube ich, dahin, wo die eine Pumpe war. Und dann gehen wir da auch hin. Guck mal. Ich bin schneller als du. Ich kann so coole Rollen machen. Also, wenn ich nicht damit Karriere mache, dann aber auch niemand. Da waren wir doch gerade. Wir hatten sie doch gerade gesehen. Na komm. Weil was hier nämlich auch bei dem Spiel ist, also, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, die heißen hier ein bisschen anders. Ihr habt hier Shirokan oder Shirakan. Ich kann die eigentlich nur als Shiroken, die Sterne halt. Die sind hier nämlich limitiert. Das heißt, hier müsst ihr also mehrere Sterne einsammeln. Macht ja auch total viel Sinn, weil... Macht das Game auch kaum unnötig länger. Also jetzt renne ich aber nur noch falsch. Wisst ihr was? Jetzt mache ich mal wieder einfach meinen natürlichen Instinkt. Ich weiß, ich höre die ersten Leute lachen. Aber irgendwo gibt es hier eine Pumpe. Und da, soweit ich weiß, gab es da auch was. Weil dann hat das nämlich da aufgeleuchtet. Aber immerhin den Stab haben wir ja schon mal. Und ihr genießt einfach die wunderbare Musik. Wenn ihr der Meinung seid, der Let's Player hat sowieso keine Ahnung. Euer Mr. Venom 1974. Der sich hier auch durch diesen Teil quält. Na gut, immerhin hat er keinen Tag- und Nachtwechsel. Insider wissen, worauf ich hinaus will. Aha, da muss ich wahrscheinlich die Pumpe betätigen. Vermute ich einfach mal. Es ist auch schön, wie die ganzen Vögel da sind. Ich meine, ich finde auch, die haben ja irgendwie einen Sinn, dass sie diese Sprites so verändert haben, aber...
Ja, ich finde es sehr grenzwertig. Was denn der? Sag mal, wo ist denn hier die Pumpe? Ah, hilfst du mir auch nicht, ne? Ja, da so sind sie. Tibet. Keiner versteht dich. Wir waren doch gerade da, oder nicht? Und bevor einer fragt, nein, hier gibt es weder Automapping noch ein Navi. Da waren wir doch gerade auch schon. Dann ist das aber ein gutes Zeichen, denn wir kamen, glaube ich, daher. Weil ich möchte es schon für die Leute, die das wirklich auch nachspielen, möglichst so abräumen, dass sie alles haben, was da ist. Also zum Beispiel die Sterne sind natürlich optional, klar. Also wenn ihr jetzt ein paar Sterne habt, dann müsst ihr die natürlich nicht alle sammeln, aber mein Gott, wenn wir schon mal da sind, gehen wir auch hin. So. Schicken wir dich schlafen. Und auch hier, ganz wichtig, wir töten niemanden. Wir schicken sie alle schlafen. In dem Teil passt das sogar, weil die stehen ja alle Zeiten auf. Wo sind denn hier die Sterne, die man braucht? Eine Sekunde. So, und dann bin ich wieder. Das war die Post, die extrem früh heute an einem Samstag der Meinung war. Das heißt, bevor einer wissen will, ja, ich nehme das gerade Samstagmorgen auf und ich möchte auch bitte, das sage ich auch ganz ehrlich, das möglichst heute in einer Session auch durchspielen. So, wir sind immer noch auf der Suche nach den Ninja-Sternen. So, wo sind sie denn hier? Da ist nicht so wirklich was, ne? Mal wissen, schlägt der irgendwo vielleicht hier? Geht's da noch weiter? Gucken mal. Ah. Obwohl hier warm. Nee, ach so, da gibt's den Pott. Oder kriegt man nur die. Obwohl, stimmt, man muss doch Sterne kriegen. Auch wenn man noch Sterne hat, oder? Mist, ich guck gleich nochmal. Also auf jeden Fall muss es da was geben, weil ich auf jeden Fall bin ich daran vorbeigelatscht. Ist auch total realistisch, ne? Da liegen irgendwelche Ninja-Sterne auf dem Boden und eigentlich, wenn man da reintritt, man würde es schnell merken. Außer unser Ninja, der merkt das nicht. Aber vielleicht können wir mal kurz gleich die Pulle aufnehmen. So, wir machen wieder lustige Kniebeugen. Ist das Ding vielleicht hier? Ja, Gott. Mittlerweile habe ich das System begriffen. Was auch ganz lustig ist, wenn so ein Körper, ich nenne es mal einfach so schön, oder ein Eimer Mensch, wenn man es mal auch so ausdrücken will, vor einem Screen so in den Ecken liegt, tja, dann könnt ihr auch das Phänomen haben, dass ihr da gar nicht weiter könnt. Macht total viel Spaß. Ich sag's auch, ist so meisterlich programmiert. Albtraum. So. Hier waren wir noch nicht in der Ecke, wir kennen das Spiel ja schon. Gehen wir erstmal wieder tauchen. Super. Gehen Sie ein wenig tauchen mit dem Ninja. Schwimmen leicht gemacht. Und noch einmal schwimmen leicht gemacht. So geht das einfach. So macht das Spaß. So. Wo geht's da lang? Tja, ich sag mal so schön, da ist nichts. Wenn einer das besser weiß, dann Info an mich, aber ich sag jetzt mal einfach, da ist nichts. Ich entscheide das jetzt einfach mal. So, dann wollen wir mal von hier aus. Nee, da wollten wir nicht, wir müssen nach oben, glaube ich, ne? Oder? Ach, wisst ihr was? Jetzt habe ich mich schon für den Weg entschieden. Jetzt gehe ich den auch. Was haben wir denn da alles? So. Ach, wisst ihr was? Komm, ich sehe das als Zeichen. Ich bin da sehr wankelmütig. Ich gehe einfach da lang. Hau den mal eben um, weil das brauche ich jetzt für mein Ego.
Zack, 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 zack. Und weg, 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 weg. So. Mal gucken, ob wir jetzt da sind, wo ich hin will. Eigentlich nicht. Orientierung, wo bist du? Ne, wisst ihr was? Wir gehen einfach. Ich habe jetzt einfach mal keine Lust zu, wisst ihr was? Ich lasse jetzt einfach mal wieder meinen Instinkt entscheiden. Meine Orientierung wird mir sicherlich nicht helfen. Die ist grottig. So. Wir müssen auf jeden Fall. Auf etwas, wo wir. Ihr seht das gleich. Auch so eine Stelle. Die kann ich mich erinnern, die wirklich merkwürdig war. Genau, da ist sie. Ich glaube, wir müssen nämlich auf die Brücke springen. Kommt man sofort drauf, ne? Das ist keine Requisite, sondern da müssen wir hin. So, komm, geh mal eben weg. So, jetzt kommen meine Sprungtalente. Da kann ich nicht springen. Okay. Dann müsste ich hier so springen können. Ist das richtig? Ich möchte gern springen. Da kann er auch nicht springen. Hä? Oder ist das die Stelle noch gar nicht? Ich guck mal einfach. Was haben wir denn da noch im Angebot? Ah, da haben wir sie. Ich glaube, das ist die Brücke. Auf jeden Fall eine Brücke, auf die man springen muss. Kommt man sofort drauf. Hat man in der ganzen Serie schon gemacht. Und vor allen Dingen, es gibt hier auch überall keinen Bezug zu. Weil das müsste jetzt wirklich gleich klappen, dass ich da springen kann. Aber vorher kriege ich jetzt nochmal richtig den Hintern versohlt, weil das macht so viel Spaß. Prügel den Ninja. Smack the Ninja. Bestellen Sie jetzt noch. Jetzt als Flash-Spiel. Mitten in die Fresse rein. Nur mit dem Ninja. So. Da, 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 da. Geh weg, geh weg, geh weg. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob meine Erinnerung richtig ist oder ob sie bescheuert ist. Ich liebe es. Ne? We love to entertain you. Mehr sage ich dazu nicht. So, das war bestimmt zu weit. Oder bin ich jetzt hier richtig? Das ist, was ist das so? Na, sag mal schnell, so ein Abfluss? Abflusspropfer, Stopfer? Wenn wir ihn auch finden. Hallo? Wir haben ihn. Gut. Und den müssen wir sicherlich irgendwo verwenden. Gut, Jump Back, ist klar. Natürlich wäre auch zu einfach. So, was machen wir jetzt mit dem Propfen? So, wir flüchten erstmal in einen anderen Screen. So, hier waren wir schon. So, wir müssen den ja mit Sicherheit verwenden. Und ich gehe davon aus, wenn wir den verwenden, dann öffnet sich sicherlich die Tür, wo dann auch das Ding war. So, wir gucken mal. Wo kommen wir denn da hin? Also ihr seht, meine Orientierung wird nicht besser, aber wahrscheinlich, wenn ich das Ding hier 17 Mal zocke, dann schon. So, wir müssen den jetzt einfach verwenden. Das ist, glaube ich, war das nicht dieser Unsinn? Ich will das auf jeden Fall noch in der Folge schaffen. War das nicht der Unsinn, dass wir hier irgendwo. Ich glaube, wir konnten nicht. Ich muss mal gucken. Ich glaube, wir konnten. Geh mal eben kurz weg. Wir haben keine Zeit. Nicht, dass YouTube wieder irgendwann ein Limit einführt.
Diverse Let's Player kennen das. Auf einmal war es wieder da. Okay, da kann ich nichts machen. Dieses... dreh dich um. So, jetzt wählen wir das mal an. War das richtig? Ist irgendwas passiert, ne? Was genau da passiert ist, weiß ich nicht. Ich habe mein Bild aufgeleuchtet. Damit möchte ich es auch bewenden in dieser Folge. Abonnieren, kommentieren, bewerten, wenn ihr das gerne möchtet und mögt. Ich würde mich freuen. Ja, und in der nächsten Folge gucken wir mal, was wir mit einem verstopften Wirbelwind oder noch im irgendwas wirklich schaffen können. Ich bin gespannt. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.